Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Na, wer kennt es nicht, unser Deutschland-Ticket? Ein kleines Stück Papier, das so viel Freiheit bietet. Für nur 49 Euro im Monat quer durch Deutschland düsen, ein echtes Schnäppchen. Man kann es kaum glauben, wie viel man für so wenig Geld bekommen kann. Seit Mai 2023 ist es am Start und hat eingeschlagen wie eine Bombe. Die Nachfrage war von Anfang an riesig. Millionen von Menschen nutzen es täglich, um zur Arbeit, zur Uni oder einfach nur zum Vergnügen zu fahren. Es hat das Pendeln revolutioniert und den Alltag vieler Menschen erleichtert. Ein echter Segen, besonders in Zeiten von Klimawandel und explodierenden Spritpreisen. Es ist nicht nur günstig, sondern auch umweltfreundlich. Erinnert ihr euch noch an den Sommer 2022? Das war eine Zeit, die viele von uns nicht so schnell vergessen werden. Damals konnten wir für unglaubliche 9 Euro pro Monat durch ganz Deutschland reisen. Das war der Wahnsinn. Die Züge waren voll, die Menschen glücklich. Die Züge proppevoll, die Menschen bester Laune und die Umwelt hat sich auch gefreut. Es war eine Win-Win-Situation für alle. Doch leider war das Angebot zeitlich begrenzt. Echt schade. Viele von uns hätten es gerne länger genutzt. Das 49-Euro-Ticket ist quasi der Nachfolger vom 9-Euro-Ticket. Es ist zwar etwas teurer, aber immer noch ein echtes Schnäppchen. Man bekommt so viel für sein Geld und kann das ganze Land erkunden. Kein Wunder, dass es so beliebt ist. Es bietet eine unschlagbare Kombination aus Preis und Leistung. Endlich mal wieder günstig und entspannt durch die Gegend gondeln. Es ist eine großartige Möglichkeit, Deutschland zu entdecken und gleichzeitig Geld zu sparen. Ob für den täglichen Arbeitsweg oder für spontane Ausflüge am Wochenende, das Deutschland-Ticket macht es möglich. Es hat das Reisen in Deutschland revolutioniert und ist ein echter Gamechanger. Also, wenn ihr es noch nicht habt, worauf wartet ihr? Holt euch euer Deutschland-Ticket und erlebt die Freiheit auf Schienen. Bis zum nächsten Mal, bleibt mobil und genießt die Fahrt. Doch jetzt kommt der Schock, ab 2025 soll das Deutschland-Ticket 58 Euro kosten. Leute, was ist denn da los? Überall steigen die Preise, jetzt auch noch beim Deutschland-Ticket. Viele fragen sich, warum das so ist und ob es gerechtfertigt ist. Aber warum eigentlich? Ganz einfach. Die Kosten für den öffentlichen Nahverkehr sind explodiert. Die Gründe dafür sind vielfältig und komplex. Energie ist teuer geworden. Die Löhne steigen und die Verkehrsunternehmen müssen auch in neue Busse und Bahnen investieren. Diese Investitionen sind notwendig, um den Service aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Da ist es kein Wunder, dass das Deutschland-Ticket nicht für immer 49 Euro kosten kann. Die Preissteigerung ist eine logische Konsequenz der gestiegenen Betriebskosten. Das ist natürlich ärgerlich für alle, die das Ticket regelmäßig nutzen. Viele Pendler sind auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen und müssen nun tiefer in die Tasche greifen. Aber mal ehrlich, 58 Euro sind immer noch ein fairer Preis. Wenn man bedenkt, welche Vorteile das Ticket bietet, ist es immer noch eine günstige Option. Vor allem, wenn man bedenkt, wie teuer Benzin und Diesel geworden sind. Die Kosten für den Individualverkehr sind ebenfalls stark gestiegen. Und hey, vielleicht motiviert der höhere Preis ja auch den ein oder anderen, noch öfter aufs Fahrrad oder zu Fuß zu gehen. Das wäre nicht nur gut für den Geldbeutel, sondern auch für die Gesundheit und die Umwelt. Letztendlich müssen wir uns alle an die neuen Preise gewöhnen und das Beste daraus machen. Vielleicht führt die Diskussion über die Preissteigerung auch zu neuen Ideen und Lösungen für den öffentlichen Nahverkehr. Denn eines ist sicher: Der öffentliche Nahverkehr bleibt ein wichtiger Bestandteil unseres täglichen Lebens und muss nachhaltig finanziert werden. Die Verkehrsunternehmen stehen mit dem Rücken zur Wand. Jahrelang wurde am öffentlichen Nahverkehr gespart, jetzt rächt sich das. Die Infrastruktur ist marode, die Fahrzeuge veraltet und das Personal knapp. Die Misere ist hausgemacht. Das Deutschland-Ticket sollte eigentlich ein Befreiungsschlag für den ÖPNV sein. Doch stattdessen droht es, die Verkehrsunternehmen in den Ruin zu treiben. Die Einnahmen reichen hinten und vorne nicht, um die Kosten zu decken. Es muss sich dringend etwas ändern. Man kann doch nicht erwarten, dass die Verkehrsunternehmen das Deutschland-Ticket auf Dauer subventionieren. Sie brauchen dringend mehr Geld vom Staat, um die notwendigen Investitionen zu stemmen. Sonst droht der Kollaps des gesamten Systems. Auch die Fahrgastlobby pro Bahn ist stinksauer. Die Preiserhöhung sei ein Schlag ins Gesicht aller Bahnfahrer. Statt das Deutschland-Ticket teurer zu machen, solle die Bundesregierung lieber endlich für eine ausreichende Finanzierung des ÖPNV sorgen. Pro Bahn fordert eine Mobilitätswende, die ihren Namen verdient. Dazu gehöre ein attraktiver und bezahlbarer ÖPNV für alle.
Die Preiserhöhung beim Deutschlandticket sei das Gegenteil davon und werde viele Menschen vom Umstieg aufs Auto abhalten. Die Kritik ist berechtigt. Es kann nicht sein, dass die Fahrgäste die Zeche für die Versäumnisse der Politik zahlen müssen. Der Bund muss endlich in die Tasche greifen und den ÖPNV finanziell absichern. Teil 5. Pendler in Not. Die Reaktionen der Nutzer auf den Preissprung. Die Reaktionen der Nutzer auf die Preiserhöhung sind eindeutig. Entsetzen, Wut und Frustration. Viele Pendler fühlen sich von der Politik im Stich gelassen und fragen sich, wie sie die zusätzlichen Kosten bewältigen sollen. Viele Menschen sind auf das Deutschlandticket angewiesen, um zur Arbeit oder zur Uni zu kommen. Ohne dieses Ticket wäre ihr täglicher Weg nicht nur teurer, sondern auch komplizierter und zeitaufwendiger. Für sie ist der Preissprung ein herber Schlag ins Kontor. Die Unsicherheit wächst und viele fragen sich, ob sie sich das Ticket in Zukunft noch leisten können. "Ich bin stinksauer", empört sich eine Pendlerin. "Wie soll ich mir das noch leisten können? Das ist einfach nicht fair. Ich bin auf das Deutschlandticket angewiesen, um zur Arbeit zu kommen", erklärt ein anderer Pendler. "Ohne dieses Ticket wäre mein Arbeitsweg unerschwinglich. Mit der Preiserhöhung kann ich mir das Ticket bald nicht mehr leisten." Viele Pendler müssen nun ihre Ausgaben neu kalkulieren und überlegen, wo sie sparen können. Die Preiserhöhung trifft vor allem Geringverdiener und Familien hart. Für sie bedeutet jeder zusätzliche Euro eine enorme Belastung. Viele Menschen fragen sich, wie sie die Mehrkosten stemmen sollen. Die Unsicherheit und die Angst vor finanziellen Engpässen sind allgegenwärtig. Die Politik muss handeln und Lösungen finden, um die soziale Härte abzufedern. Es braucht dringend Maßnahmen, um die Belastung für die Betroffenen zu reduzieren und eine faire Lösung zu finden. Teil 6. Alternative Finanzierungsmodelle. Kann der Bund die Lücke schließen? Die Politik steht in der Pflicht. Der Bund muss endlich ein tragfähiges Finanzierungsmodell für den ÖPNV auf die Beine stellen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Lücke zu schließen. Eine Option wäre eine Erhöhung der Energiesteuer. Auch eine höhere Kfz-Steuer oder eine Maut für Pkw könnten zusätzliche Einnahmen generieren. Wichtig ist, dass das Geld dann auch tatsächlich im ÖPNV ankommt. Es ist höchste Zeit, dass die Politik umdenkt. Der ÖPNV ist kein Luxusgut, sondern ein Grundbedürfnis. Er muss für alle Menschen bezahlbar und zugänglich sein. Teil 7. Die Zukunft des ÖPNV. Wie geht es weiter mit dem Deutschlandticket? Die Zukunft des Deutschlandtickets ist ungewiss. Die Preiserhöhung ist beschlossene Sache, doch wie es danach weitergeht, ist offen. Bleibt es bei 58 Euro oder kommt es zu weiteren Preissteigerungen? Vieles hängt von der Politik ab. Schafft sie es, den ÖPNV finanziell abzusichern und attraktiver zu gestalten? Oder wird das Deutschlandticket zum Rohrkrepierer? Eines ist klar: Der ÖPNV der Zukunft muss modern, komfortabel und bezahlbar sein. Nur so kann es gelingen, die Menschen vom Umstieg aufs Auto zu überzeugen. Teil 8. Attraktivität in Gefahr? Was die Preiserhöhung für die Nutzer bedeutet. Die Preiserhöhung könnte die Attraktivität des Deutschlandtickets schmälern. Viele Menschen, die das Ticket bisher genutzt haben, könnten sich den höheren Preis nicht mehr leisten. Andere könnten abgeschreckt sein und lieber wieder aufs Auto umsteigen. Die Gefahr ist real. Wenn das Deutschlandticket seinen Preisvorteil verliert, droht es, zu einem Ladenhüter zu werden. Dann wäre niemandem geholfen, weder den Fahrgästen noch den Verkehrsunternehmen. Die Politik muss alles daran setzen, die Attraktivität des Deutschlandtickets zu erhalten. Neben einem bezahlbaren Preis gehören dazu auch ein dichterer Takt, pünktliche Verbindungen und ein besserer Service. Teil 9. Einblick ins Ausland: Preismodelle für den ÖPNV im Vergleich. Andere Länder machen es vor. In vielen europäischen Ländern ist der ÖPNV deutlich günstiger und besser ausgebaut als in Deutschland. Warum gelingt es uns nicht, von diesen Ländern zu lernen? In Österreich zum Beispiel gibt es das Klimaticket. Es kostet 1.095 Euro im Jahr und gilt für alle öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Österreich. Das ist ein echter Anreiz, auf den ÖPNV umzusteigen. Auch in der Schweiz ist der ÖPNV vorbildlich. Das Halbtags-Abo kostet 185 Franken im Jahr und ermöglicht Fahrten mit Bus, Bahn und Schiff zum halben Preis. Kein Wunder, dass die Schweizer so gerne mit dem ÖPNV fahren. Teil 10. Fazit: Das Deutschlandticket am Scheideweg. Das Deutschlandticket steht am Scheideweg. Die Preiserhöhung ist ein riskantes Experiment. Gelingt es, die Menschen davon zu überzeugen, dass der höhere Preis gerechtfertigt ist? Oder wird das Ticket zum Flop?
Die nächsten Jahre werden zeigen, ob das Deutschland-Ticket ein Erfolg wird oder nicht. Die Politik muss jetzt die Weichen richtigstellen und den ÖPNV finanziell und strukturell stärken. Nur so kann die Verkehrswende gelingen. Es liegt in unserer Hand. Nutzen wir das Deutschland-Ticket und setzen uns für einen starken ÖPNV ein. Denn eines ist klar, ohne einen attraktiven und bezahlbaren ÖPNV wird die Verkehrswende